So, hallo, 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 Leute. Ich muss euch was erzählen. Wartet, ich muss aber erst alles einstellen. Und dann, ja. Und hallo, ich konnte gerade den Chat ganz kurz nicht sehen. Wartet. Hallo, Yoshi. Hallo, Garados-Typ. Hallo, Dan. Oh, Leute. Oh, Leute, Leute. Ich wollte eigentlich heute. Und hallo Nikio! Nikio ist auf Twitch, wie es gerade aussieht. Ach so, wartet, ich muss den Chat da anmachen, sonst kann man euch gegenseitig ja gar nicht lesen. So, ich wollte eigentlich Volteball handen, dachte eben so, hey, mach du mal die Combo. Ja. Ich will mal die Combo ein bisschen vorbereiten. Und entweder ist es geflüchtet. Es ist immer geflüchtet. Da hatte ich keinen Bock mehr. Und da hatte ich gerade zufällig dann ein Magneton. Magneto? Ne, Magneto heißt es, ne? Ein Shiny bekommen. Und hab gedacht, komm, ich entscheide nochmal anders und wir machen heute Rettern. Ja, das ist doch eine gute Idee, oder? Ich muss zwar jetzt gleich noch dahin, weil wir noch im Kraftwerk sind. Und ja. Nico, ich hab dich, glaube ich, bei Twitch noch gar nicht als Mod. Wie mache ich das denn? Kann ich das so? Wie war das nochmal? Blockieren. Ich blockiere die Q erstmal. Ich habe zwei Accounts auf Twitch. Ah, okay. Aber ich glaube, ich habe dich aber trotzdem nicht als Mod da hinzugefügt. Ach, Mod-Status verleihen. Über 900 Accounts hast du. Oh Gott, okay. Ich gebe einfach mal beiden deine Accounts. Mod-Status, Nikio. Ich weiß nicht, mit welchem du öfters da online bist. Ja. So, wir wechseln die Szene. Also Rocket League habe ich runtergeladen, Leute. Nur ich hatte eben irgendwie keine Lust darauf, nur auf Pokémon. Aber ja. So, ich gehe erstmal aus dem Kraftwerk hier raus. Das hat mich gerade so mega angepisst hier, ne? Dass ich keinen Bock mehr hatte. So. Ich muss mal den Weg hier rausfinden. Das ist hier, wo Zapdos war. Ich glaube, da kommen wir direkt raus, ne? Besonders Volto Ball springt immer in die Ecke hin, wo ich eigentlich nicht gut hinwerfen kann. Da habe ich gerade gedacht, wisst ihr was, komm. Mache ich das privat im Handheld-Modus? Ja. Doofes Pokémon, hat mich mega aufgeregt. Oh, was bin ich reingefahren? Achso. Aber ich kann euch gleich das Magneto. Heißt das Magneto? Ich glaube ja. Zeigen. Wo gibt es eigentlich Rattan? Ich glaube relativ vorne, oder? Ich habe einmal 3 Tage lang Magneton gehandelt und hast es ein. Ja, besonders ich wollte es nicht. Ich wollte es einfach nicht. Aber ja, da nimmt man es natürlich mit, ne? Ach, hier vorne, okay. Kann ich direkt dahin fliegen? Nein, kann ich natürlich nicht. Ich finde es halt, dass bei Pokémon Let's Go Evoli und Pikachu einfach mega doof mit den Pokébällen. Weil du brauchst ja Pokébälle da, um irgendwas zu machen. Dann sollen sie halt auch gefällig gucken, dass man halt genug Geld immer hat und dass die das entweder sonst Pokébällen einen schenken. Oder die halt, die daneben gegangen sind, aufheben man kann. Aber ja. Nee, das ist ja gar nicht hier im Pokémon Center. Ah, ja, das ist einfach Glückssache. Das ist bei mir meistens auch so. Immer wenn ich was hante, kriege ich das nicht, aber alles andere. Deswegen, ja. Ich guck mal, ob ich irgendwas noch verkaufen kann, Leute. Ich brauche nämlich Bälle. Etwas verkaufen. Komm, wir verkaufen mal Schutz. Das brauche ich nicht. So, hier, komm. Ist zwar nicht viel, was wir kriegen. Ich muss sagen, dieses Bärenfarmen dauert viel zu lange, dass sich das überhaupt lohnt. Mir ist schon mal passiert, dass ich einen Kantovogel haben wollte und dann kam einfach ein Shiny Habitak. Ja. Ja.
Aber bei Let's Go Evoli und Pikachu ist das ja eigentlich relativ schnell, dass da irgendein Shiny kommt, ne? Also, das ist das, was man eigentlich haben möchte. So. Du hast dir gestern die Haare in grün gefärbt? Was? Oh mein Gott! Das will ich sehen, Niki, am liebsten. Will ich am liebsten sehen. Ich auch. Ich habe ständig Geldprobleme für Pokébälle. Ich glaube, ich nehme Superbälle. Ich glaube, das müsste für Rettern auch reichen. Du kannst ja diese Goldbären farmen, als du in die Azuria-Höhle kommst. Aber ich finde, das dauert so ewig. Aber kein starkes Grün. Aber ist ja nicht schlimm, einfach so ein Ansatz, so, dass es so grün schimmert oder so. Das finde ich irgendwie cool. Oder halt Pokémon-Liga. Aber auf Pokémon-Liga habe ich sowas von keinen Bock. Da hast du auch gefühlt danach irgendwie immer noch nicht wirklich viel Kohle. Deswegen. So, ich glaube, hier müsste es Rettern geben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Chimagant und ein Shiny Kleinstein. Oh, wie cool. Also ich muss sagen, bei Zubat hatten wir sowas von Glück, wo wir es gehuntet haben. Das kam auch relativ schnell. Aber ich hatte letztens, ich habe Fulpix gehuntet und dann kam Shiny Glurak und da ist auch noch geflohen. Und das, Magneto wollte auch erst nicht im Ball bleiben. So, ich guck mal, ob wir erstmal mit den Superbälle reichen auch erstmal. Ich hasse das, ich habe gerade ausgeworfen. Genau deswegen hasse ich das, Leute. Mann. Ja, die Emojis können die Leute leider auf YouTube nicht sehen. Das ist doof. Aber ja. Nach den Kleidern habe ich direkt ein Voll- oder Shiny Eva bekommen. Ach, wie cool. Cool. Habitak müssten wir auch mal machen. Ich finde Habitak zwar eigentlich so ein richtig Kack-Pokémon. Ja, leider. Ja, das stimmt. Also, YouTube müsste so ein bisschen an die Stream-Sachen arbeiten. Mit Emojis und sowas. Aber deswegen wollte ich ja jetzt auf beiden Plattformen immer streamen, weil die Leute, die auf Twitch lieber gucken, können das machen. Die Leute, die auf YouTube gucken, können lieber das machen. Und ich hätte ja damals die Partnerschaft auf Twitch machen können, ne? Habe ich aber nicht, weil ich einfach nicht mich vorschreiben lassen will, wo ich halt dann streamen darf und wo nicht. Ne? Und ja. Und wenn das nebenbei beides läuft, wieso nicht, ne? Habe heute Mario mit 16 Sternen durchgespielt. Cool, cool, cool. Ich habe auch heute Morgen erst gedacht, ob wir Mario machen. Aber nee. Uff. Ja, ja, das war eben auch mit dem Magneto so. Also, dass das einfach kam. Ich habe einfach nur Sterne gesehen und habe nur gedacht, so, was ist das für ein Pokémon? Okay, fange es. Und es ist erst dreimal aus dem Ball ausgebrochen, ne? Und, warte mal, ich brauche mal hier ein bisschen Duft. Da wo ich und dachte so, boah, willst du mich jetzt verarschen? Wirklich jetzt? Kannst du nicht in dem Scheißball bleiben? Wo ist das drunter? Lockduft? Das sind Pokémons? Hä? Wo ist mein Lockduft? Leute, wo ist mein Lockduft? Hä? Achso, das hier unten, ne? Aha, bin ich doof. Hat keiner gesehen von euch. Oh, ich wünschte, ich hätte Cyberpunk heute irgendwie eine Aufnahme laufen lassen oder so. Da sind so witzige Sachen passiert. Wo ich schon dachte so, okay. Wie gesagt, morgen kommt kein Stream, weil Basti morgen ja von hier aus arbeitet. Ich werde dann gucken, dass morgen ein Video online kommt. Ich denke mal auch wieder 16 Uhr. Und vielleicht Freitag Rocket League. Ja klar, ich kann das Shiny gerne zeigen.
mache ich jetzt. Ich habe extra nachgespeichert. Also ich dachte so, hey, bau schon mal die Combo auf, dann ist im Stream das nicht so lange und ja. Wie gehe ich denn mal in meinen Pokebox da? Wir müssen wahrscheinlich fast ganz nach unten. Ja. Yeah. So, hier vorne ist es. Bericht? Es ist Gold. Das fand ich cool. Ist Gold. Also sie hat auch im Datum eben erst gefangen. Im Kraftwerk. Sowas hasse ich nur kurz davor. Ich finde, dafür müsste man doch eigentlich die Pokébälle zurückkriegen, oder? Eigentlich. Aber ja. Also, 15 Uhr kann man mit einem Video... Ja, ich denke mal, ich streame ja meistens so um 16 Uhr, ich das auch um 16 Uhr raushaue. Weil bei manchen ja die Glocke nicht aktiviert ist oder nicht geht. Ne? Ich habe nämlich letztens gesehen, wenn die nicht geht, muss man in den Einstellungen das nochmal aktivieren. Dass man eine Benachrichtigung bekommt. Das habe ich nämlich letztens gesehen, weil ich ja irgendwas in den Einstellungen gemacht habe. Hab nur gedacht so, ja, das ist ja toll von euch YouTube. Ja. Das sieht wirklich so nice aus. Ne, ich hab schon zwei hochgeladen. Nur das eine werde ich, glaube ich, erst nächste Woche hochladen. Und das andere ist der letzte Teil von dem Let's Play, was gerade auf meinem Kanal läuft, ja. Das glaube ich, dass du es nicht mehr sehen kannst. Wie gesagt, sonst erstmal irgendwas eine Pause machen. Und was ganz anderes machen. Oder halt einfach ein anderes Pokémon erstmal nehmen. Hatte ich bei dem Feuerstarter damals auch. Und dann kam es ja. Wo ich sagte, okay, ich mache jetzt nur die Eier, die ich hier habe. Und dann kam auf einmal das Shiny. Ja, ich kann das verstehen, ich kann das verstehen. Dann hat man irgendwann der Ehrgeiz und man denkt so, ich will das Shiny aber jetzt haben. Sonst noch ist hier die Schlange nur. Und jetzt, wo man die fangen will? Wieso denn? Ich frage mich auch in letzter Zeit, wieso so wenig zu gucken, ne? Ob das irgendwie am Pokémon liegt oder keine Ahnung. In letzter Zeit ist das extrem. Ich hatte auch erst überlegt, ob wir irgendwie ein Pokémon im Gras hunten, bei Schwert und Schild. Hatte ich kurz überlegt, dachte ich so, na komm, wir machen jetzt Let's Go Evoli nochmal und ja.
Ja, sonst bereite einfach nochmal ein paar Eier vor und dann wartest du einfach und dann ja. Und, ja. Oder du machst ja halt jeden Tag so, okay, ich mache heute 100 Eier, morgen 100 Eier oder 150 oder 200. Ja, da bist du ja auch schon so 1 bis 2 Stunden dran beschäftigt, die auszubrüten und die halt zu sammeln. Minecraft für den PC holen? Cool. Also die Windows 10 Version oder die Java Version? Nikio. Vielleicht spielen die Leute gerade selber was oder haben einfach keine Zeit. Ja. Aber es ist in letzter Zeit sehr extrem. Das ist mir aufgefallen. Ja, ich stream ja eigentlich immer um 16 Uhr so. Die Java. Okay, das ist gut. Das ist gut, Nikio. Ja, 20 Euro, genau. Genau. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Man hatte dann irgendwie die Windows 10 Version umsonst bekommen. Da muss ich auch Basti nochmal fragen. Weil ich habe nämlich beide. Alter, wirklich jetzt? Ich hasse das, ne? Dass irgendeine Version, wenn man die kauft, kriegt man die andere gratis. Aber ich weiß leider nicht mehr, welche das war. Ja, ist viel besser. Da kannst du auch mit Mods arbeiten und alles. Ich hab beide. Und die für die PlayStation 4 habe ich auch. Und wie gesagt, Rocket League ist schon runtergeladen. Ich habe da gesehen, das ist jetzt Season 2. Ich wusste gar nicht, dass es jetzt auch Seasons hat und sowas. Ich hatte eben nur gedacht, okay. Ja. Ich habe, glaube ich, Cyberpunk auch fast durchgespielt. Ja. Ich werde es, glaube ich, nicht auf 100%, also auf Trophäen 100% werde ich, glaube ich, nicht schaffen. Weil so manche bei sind, wo ich nur denke, so, was will das Spiel von mir? Und ich glaube, das eine oder andere ist auch verbuggt. Das Problem ist halt immer an diesen Community-Servern. Es machen erstmal. Wie bei den ARK-Server, das hatte ich dann bezahlt. Handkante hatte zwar damals dann zum Verlängern was dazugegeben, weil da halt hier auch sehr viele von seinen Freunden mit drauf waren. Dass die Leute da mitmachen. Das ist halt das Problem dann auch noch. Alter, ich werfe geradeaus. Ne? Ich hasse das. So. Dass die Leute halt auch mitmachen. Weil bei ARK war es ja auch so, da haben ja halt so viele nachgefragt. Und eine Handvoll haben dann mitgemacht. Was dann auch blöd war. Und dann kam natürlich dann so ein oder andere, da war dann mal einmal drauf und dann nicht mehr. Und ich habe sehr viel auch privat da gespielt. Also man kann nicht sagen, ja, du warst ja privat gar nicht da, nur im Stream oder so. Das stimmte gar nicht. Okay, das hat auch keiner gesagt. Aber ich war privat so viel da. Und ja. Du hast keinen Speicherplatz. Oh nein. Schade, schade. Ich habe es eben einfach auf der PlayStation 5 runtergeladen. Ich dachte so, guck mal. Wir gucken uns einfach mal im Stream an. Ich habe es damals halt gemocht, aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Ich müsste bei Steam mal gucken, was ich das letzte Mal gespielt habe. Genau. Mal einfach eine Pause und da kann man das Pokémon auch wieder sehen, glaub mir. Rettern tun wir, glaube ich, schon 3. Mal versuchen zu hunten. Und es ist nie gekommen.
Vielleicht ist ja heute unser Glückstag hier. Und das Wolli heißt... Oh, wie cool. Ich will auch ein Wolli als Shiny haben. Aber irgendwie... Weiß nicht, irgendwie klappt das nie. Sagen, die Weiterentwicklung finde ich mega hässlich, ne? Vom Wolli. Aber so die Hauptentwicklung... Also die Hauptentwicklung, ja klar. Also das... Die erste. Finde ich voll schön. Ich gucke erst gar nicht am Himmel, ob das ein Shiny ist. Ich lasse meine Kombo nicht kaputt machen. Ja. Seht ihr, das meine ich. Na, eigentlich müsste man noch die Bälle dann danach aufheben können. Die man halt jetzt hier, wo die reingegangen ist und dann ausbricht, kann man ja noch verstehen, aber die daneben geworfen worden sind. Hm. Weiß ich ja nicht, ne? Ah ja, es entwickelt sich. Oh, komm. Wir lassen es entwickeln, sonst nervt uns das die ganze Zeit. Ein Edelstein gegeben. Oh, das ist cool. Das ist cool. Ich habe dann am liebsten ja zweimal das gleiche Shiny, damit man es nochmal entwickeln kann, damit man beide Formen hat. Ja. Du bist schon Mod auf Twitch, Nikio. Ich habe dich eben als Mod hinzugefügt. Mit beiden Accounts von dir, wo du da online warst. Oder bist. Ich habe es jetzt einfach gemacht. Ja, wie gesagt, es ist mir klar, es ist immer gut, wenn ihr mit auf YouTube zuguckt, na, wegen der Watchtime und so. Aber wenn ihr auf Twitch lieber zuguckt, ist das auch vollkommen okay. Oh, das merkst du erst jetzt, okay. Digga, ich habe beide Kanäle gerade als Mod hinzugefügt, weil ich nicht wusste, welcher du mehr da benutzt. Da ist noch ein Pokémon. Ich frag mal, was die am Wochenende mal Mongas mit uns spielt. Das macht doch immer viel Spaß. Oder halt, ob ich an seinem PC spielen darf. Dann müssen wir mal gucken. Kann man nicht. Nur auf YouTube kann man Mod auch werden. YouTube, Nikio ist ja bei YouTube auch Mod bei mir. Deswegen habe ich ja bei Twitch ihn auch hinzugefügt. Ja.
Ach. So welche Typen, ne? So. Das ist ja. Ehrlich, sowas ist eine Lachnummer. Wie gesagt, was bringt mir sein Abo, wenn er dann nie wieder reinschaut? Wisst ihr, was ich meine? Und hallo, Lightling Girl. Willkommen. Willkommen. Und so welche Leute habe ich mit einem Klick halt gebannt. Und bei den paar Leuten, die hier halt zugucken, schaffe ich das so gesehen auch noch alleine. Und dann halt wie Nikio, Falco oder Bastian halt, sind ja als Mod hier. Und die sind dann halt meistens auch mit dabei, wenn hier ein bisschen mehr Action los ist oder so. Deswegen, alles gut. Und ich weiß immer noch nicht, was er davon hatte. Wollt ihr sagen, er hat mehr Shinies oder ich weiß es nicht? Ja. Also wenn ihr mal Spielewünsche habt, ne, könnt ihr es ja gerne mal sagen. Dann machen wir das auch mal. Nee. Sei mir nicht böse, aber im Moment brauche ich erstmal keine Mods. Du siehst ja, wie viele Leute hier zuschauen. Wenn jetzt irgendwann mal später der Kanal größer wird, ne, und du dann immer noch aktiv hier zuguckst, kannst du sehr gerne hier Mod werden. Das ist nicht das Problem. Fallout. Nein. Achso, Fallout 76. Aber da muss ich ja mit dir in der Party sein und ich hasse doch Menschen. Das weißt du doch. Bin mal auf ein Glurak und fliege mit dem vielleicht. Ist ja in der Luft ein Shiny. Nee. Seit ich letztens... Also ich habe letztens Fullpix gehuntet, ne? Geh auch in die Luft, auf einmal ist ein Glurak, ein Shiny Glurak. Ja. Und er ist geflohen. Und seit dann will ich gar nicht mehr wissen, was über mir ist, da oben. Ja. Ich war sehr enttäuscht danach. Weil Dragoran habe ich sogar schon zweimal auch gefangen. In Shiny. Ich hätte das Glurak aber sehr gerne gehabt, um ehrlich zu sein. Ich habe zwar eins, aber halt nicht selber erhuntet. Fühl dann halt nicht. Erstmal mit Link als... Was? Was? Das kenne ich gar nicht, Nikio. Er kann gut sein. Also wie gesagt, wenn hier mal was, also wenn der Kanal größer wird oder so, da brauche ich auf jeden Fall ja Mods, ne? Da kannst du dich ja gerne nochmal zur Verfügung stellen, ne? Ist ja auch nicht böse gemeint. Aber im Moment reicht das halt an den Leuten, die ich habe. Weil die sieht auch blöd aus, wenn nur blaue Namen im Chat sind. Weißt du, was ich meine? Das ist halt auch irgendwie blöd. Das kann gut sein, dass er mit seinen gehackten Shinies angeben wollte. Warte mal, was von Nikio muss ich googeln. Wieso kann ich das nicht kopieren? Hä? Warte. Da kann ich das kopieren. Muss ich googeln, Nikio, das kenne ich gar nicht. Wird eigentlich Among Us angezeigt? Da gab es doch jetzt irgendwie auch ein Update, dass da neue Rollenverteilungen sind oder sowas? Sowas in der Art? Oder? Ja, ich muss mal Basti fragen, ob wir es am Wochenende machen. Im Notfall macht er halt so nicht mit und ich mal einfach an seinem PC. Wäre zwar doof, aber ich hätte noch mal Lust darauf. Und Nico verratet mich diesmal bitte nicht. Das wäre eine Mod. Ah, das, was Nikio reingeschrieben hat. Achso, das weiß ich nicht, ob das eine Mod war. Ich habe das nur bei anderen gesehen. Aber nur reingeguckt. Ich wusste nicht, ob das eine Mod war. Das Gefühl kenne ich. Hatte schon mal einen Kleinstein gehandelt und dann ist ein Shiny Chanera gekommen. Und der ist geflüchtet. Zeit, das merke ich kein Chaneras mehr. Ja, oh Gott. Okay, du nimmst das nicht böse. Das ist gut. Oh, das kann ich so gut verstehen. Ich habe auch die Konsole sofort ausgemacht, weil ich keinen Bock mehr hatte, ne? Weil meine Combo natürlich kaputt... Ne, die war nicht kaputt, oder? War die kaputt?
Ich weiß es. Doch, die war kaputt, glaube ich, weil ich ja, weil das ja geflüchtet ist und ich Pokebälle geworfen habe. Ja. Und da hatte ich sowas von keinen Bock mehr, da habe ich... Nee. Das hat mich so geärgert. Aber Chanera ist bei uns auch einfach so aufgetaucht. Ach, diesmal bist du dritte. Okay. Okay, ich frag Basti gleich mal. Ich würde das sehr gerne nochmal machen. Deswegen... Ich bin froh, wenn mein Computer da ist, dann brauche ich Basti nicht so gesehen. Ich könnte es zwar über der Switch, aber das Problem wäre dann halt mit Discord und... Ja, das ist echt so blöd. Und die Switch-Version finde ich es mega blöd. Darf ich das so sagen? Ich glaube, ja. Oh, ich habe nur noch einen Superball. Seht ihr mal, wie schnell das geht, weil das Ding immer daneben wirft. Geht das auch mit den Premium-Bällen? Oh, ist aber gelb. Ich hoffe, das flüchtet jetzt nicht. Boah, weißt du, wie enttäuscht ich war, die Kyono? Ich dachte so, ja, endlich darf ich auch mal hier jemanden töten. Und dann stand Basti da. Und dann kommst du um die Ecke. Und ich dachte nur so, ehrlich jetzt. Ehrlich. Ja. Das war so ärgerlich. Besonders Dragoran ist bei mir jedes Mal drin geblieben. Und Dragoran ist ja auch so ein Pokémon, was sehr schwer zu fangen ist, ne? Ja. Glurak nicht. Boah, das hat mich so geärgert. Eben bei dem Magneton... Magneto. Sag mal Magneton. Magneto auch. Das war... Boah. Ja. Also, es ist bestimmt dreimal aus dem Ball und ich habe nur gedacht, boah, wenn das jetzt rausgeht, ne? Ich habe mir letztens Pokémon Let's Go so sehr gewünscht und als ich es zum Geburtstag bekommen habe, habe ich mich gefreut wie ein Drei... Oh, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir so vorstellen. Damals, wo Pokémon Schwert und Schild rauskam, ich hätte es eigentlich zu Weihnachten von Bastian bekommen. Aber... Der hatte das sogar 3 Tage vor Release, hatte Amazon ihm das schon geschickt. Und ich so, oh mein Gott, das Pokémon spiele ich schon da. Und ich so, total, so darf ich das schon haben und so. Und dann habe ich das Geschenk bekommen. Ah, dann ist das doch eine Mod. Okay. Aber die Leute am Handy können doch diese Mod nicht benutzen, oder? Und Bastian lädt sich keine Mods runter. Das ist das andere Problem. Ich habe damit kein Problem, aber Bastian, ja. Ja. Ja, ich will auch keine Early Access Spiele. Ich hätte so viele Spiele am PC, die ich so gerne beim Stream machen will. Aber, ja. Irgendwann, wenn wir ja Grafikkarten verfügbar sind. Ist ein Add-on. Ah, okay. Gibt das bei Steam? Und hallo, Habi. Willkommen! Also gar nicht mehr so lange. Das war letztes Jahr am Dezember 20. Ah, okay. Ich kann mir vorstellen, wie du dich gefühlt hast, glaub mir. Ja. Ich glaube, so werde ich mich auch fühlen, wenn die dann irgendwie wann das neue Pokémon-Spiel ankündigen oder ein Remake. Ja. Ah, okay. Da müsste Basti mal fragen, Nikio. Aber ich glaube, er würde eher bei... Dann wäre Nein sagen, dass er an seinem PC das nicht installiert. Ja. Aber ist ja auch nicht schlimm. Boah, wehe, du flüchtest jetzt. Komm, ich nehme Hypnoball. Ich habe ein bisschen Angst, dass das Ding flüchtet. Wollte nur Hi sagen, aber bin wieder weg. Okay, danke schön fürs kurze Reinschauen. Und bis nächstes Mal. Ich flehe meine Mom an, wenn das Remake draußen ist, dass sie es vorbestellen. Oh, ich kann. Hast du ja in der Zeit, in dem Zeit Geburtstag oder es kommt um Weihnachten rum raus? Kann ja auch sein.
Ja, ich hoffe, also ich würde mich auch über ein neues Pokémon-Spiel freuen, aber über das Remake wäre schon cool. Das wäre cool. Das würde ich feiern. Okay, Leute, wir haben jetzt die Combo. Nein, Glumanda, es tut mir leid. Wir könnten natürlich jetzt auf unser Glurak steigen, ne? So, nein, komm. Und von hier oben gucken. Da haben wir eine viel bessere Aussicht. Okay, sind beides keine Shinies. Zum Glück. Schau mal, jetzt heißt es einfach warten. Jetzt können wir uns einfach unterhalten, Leute. Wie du möchtest. Du kannst ja gucken, was von beiden Mädchen ist. Aber ist ja blöd, wenn du ein männliches Pokémon hast und das nach mir benennst. Geht natürlich auch. Aber so wie du es lieber magst. Ich würde es, glaube ich, so machen. Eher gucken, so, wenn es weiblich ist, dann würde ich es Magpie nennen. Wenn beide männlich sind, dann, ja. Weiß ich es auch nicht. Ich guck mal, vielleicht ist Garados-Typ noch da. Wenn ja, es. Ich würde sonst halt vielleicht. Wenn wir Fallout 76 im Stream machen, das so machen, dass. Also, es geht halt im Moment nicht anders, weil jetzt müsste ich komplett alles umbauen, wegen dem neuen Setup. Dann höre ich dich halt nur. Und du redest ja sowieso fast nie. Ist das ja auch gar nicht schlimm, oder? Oh, das war fies von mir. Es tut mir leid, aber ist doch die Tatsache. Ist eine Tatsache. Aber ich wollte mir erstmal Rocket League am Donnerstag angucken. Ja, die habe ich schon, die 31er-Fang-Serie. Ist eine eigene Software, okay. Niki, du kannst das sonst ja mal im Discord im Chat schreiben und vielleicht Basti verlinken. Dann fragst du den einfach, wenn ich den wieder frage, heißt es wieder so, nee, macht er nicht. Ja, das kannst du ja mir sagen. Das ist ja nicht schlimm. Ja, wenn sobald ich meinen PC habe, also sobald wir Grafikkarten verfügbar sind, das ist ja das Problem. Weil die Leute, die ja alle Bitcoins sich kaufen, tun die ja irgendwie auf die Grafikkarten zum, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas in der Art, aber die kaufen die halt alle auf und deswegen ist ja im Moment der Mangel. Deswegen habe ich immer noch nicht meinen PC. Ist das ja kein Problem mehr, da könnte man das alles über Discord machen. Ja. Dann müsste ich bei UBS oder UBS Studio mir einrichten, aber das kriege ich schon hin. Heute Schönes gemacht. Ich habe Cyberpunk gezockt. Dann habe ich eigentlich nichts gemacht sonst. Glaube ich. Ja.
Fall höre ich dich eh über den Stream, von daher. Ja, das ist aber doof, das ist ja verzögert. Weil ich denke mal, also ich bin kein Experte in Fallout 76, ne? Bin ich nicht. Aber ich habe da schon einige Spielstunden damals verbracht, aber zum Release. Also ist auch schon ein bisschen her. Und ich kenne mich da schon ein bisschen aus. Deswegen kann ich ja auch diesmal ein bisschen angeben mit meinem Wissen. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall Among Us am Wochenende. Nur halt, entweder mit oder ohne. Ich weiß halt nicht, kann dann jeder trotzdem mitspielen, auch vom Handy her? Weiß das einer? Weil manche spielen das ja vom Handy oder Tablet. Oder Switch. Ich hätte gerne einen Shiny Glurak. Selber hunted. Wir könnten auch mal Glumanda hier hunten, aber das dauert, glaube ich, ewig, oder? Dass so selten auftaucht. Da holen wir es am besten aus dem Ei. Schneller. Wie sieht Rattan eigentlich als Shiny aus? Hab ich gar nicht nachgeguckt. Warte mal, ich google das. Ich hoffe, ich übersehe es da nicht. Pokémon. Und dann Shiny hinter. Bilder. Oh, das ist so grünlich und dann Arbok ist so gelb. Oh, wie cool. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Und Wolfi ist da. Willkommen, Wolfi. Willkommen. Ist ja egal, mit welchem Account. Mich freut es, dass du da bist. Und Leute, denkt an das Däumchen. Entweder nach oben oder nach unten. So wie ihr es wollt. Aber es ein Däumchen da lässt. Siehst du, wenn ich ein Pokémon hunte, funktioniert das nicht. Und wenn ich keins hunte, tauchen die alle auf. Was, Niki, du hast dich geliked. Dann schnell rüber zu YouTube und liken.
Wir machen heute Grießbrei, Leute. Gestern war sie so, oh, willst du mal Milchreis machen? Und ich so, ich mag keinen. Und dann kam mir die Idee so auf Grießbrei. Ich habe es früher total geliebt. Ja. Okay, willkommen, Nikio. Willkommen, willkommen. Ja. Habe ich zwar noch nie gemacht, aber ich bin mal gespannt, ob es klappt. Wir können ja auch mal hier das verlassen und dann nochmal hinfahren oder fliegen, damit die Pokémon neu spawnen. Oh nein! Ja! Was? Ja, was? Ohne Scheiß? Ich wehe, es flüchtet. Wehe. Als ob. Sag doch, der Trick funktioniert immer. Es kommt immer ein Shiny bei raus. Nein, ich habe den Ball daneben geworfen. Glückwunsch, danke. Es muss nur in einem Ball bleiben, Leute. Ja. Wir haben Dragoran jetzt dreimal als Shiny, Leute. Dreimal. Ja. Ich wollte doch nur rettern. Nein, ich krieg Dragoran. Ich wollte einfach nur von der Route runter, damit das hier neu spawnt, die Pokémon. Und dann kommt auf einmal ein Pokémon. Also ein Shiny, ja. Da ist es, ja. Das ist jedes Mal so, ne? Du denkst so, ja, komm. Du fliegst einfach mal von der Route runter, damit die Pokémon neu spawnen. Tja. Da hast du ein Shiny, Dragoran. Ja, da müssen wir die Kombo neu aufbauen, ne? Denkst du, wie mich denn schon? Ja, wir müssen noch ein bisschen. Ich überlege, ob wir nicht jetzt einfach ein bisschen, ja, ich habe ein Shiny. Und hallo an deine Schwester. Hallihallo. ein Shiny Dragoran. Ich wollte gerade einfach nur von der Route runter. Und, dass die Pokémons neu spawnen, weil das manchmal hilft. Ja, dann kam Shiny Dragoran. Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt ein bisschen Geld verdienen. Was haltet ihr davon? Ich speichere aber vorher. Ich fasse es nicht, hä? Ja, das hast du gesagt. Das stimmt. Nein, ich wollte nicht im Pokédex gucken. Ich wollte in mein Team. Mann, ich wollte doch nur einen Rattern. Oder Rattern? 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 Wird das ausgesprochen? Ich füge erstmal mein Team hinzu. Bericht. Ich finde, ich muss sagen, die Vorentwicklungen, die beiden sind ja pink, ne? Die finde ich viel schöner als das Grüne. Komm, wir gehen jetzt einfach Pokémon Liga, kommt. Ich brauche Geld. Ja, dann heißt es wohl, muss man trinken da. Nächstes Mal nochmal. Wir können das ja immer so machen. Wir suchen uns immer ein Pokémon bei Schwert aus und eins bei Let's Go Evoli. Ja. Ich fasse es nicht, ne? Jo,
Europe. Das habe ich von Nikio bekommen. Ich habe bloß keine guten Pokémon hier, deswegen geht das mit dem schnell besiegen immer ein bisschen nicht so. Oh Mann. Ja, wir kämpfen weiter, komm. Ja, das tolle Simsala. Ja! Das hat mir der kleine Nikio geschenkt. Hatte ich eigentlich gespeichert? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Oh Mann. So, mein bestes Pokémon hier im Pokémon-Schwert. Let's go, Evoli, weil ich irgendwie alle anderen gefühlt auf Pokémon Home getan. Und wenn man die einmal bei Pokémon Schwert drüber getan hat, kann man die nicht mehr zurückschicken. Ups! Oh Mensch, ey. Heute ist der Wurm drin, ne? Heute ist wirklich der Wurm drin. Nee, gespeichert habe ich nicht. Okay, gut zu wissen. Dankeschön, danke. Da muss ich nochmal speichern. Ich speichere nämlich immer erst, wenn ich ein Shiny habe, damit ich die Pokébälle so gesehen aufbewahre, ne? Einfach so ein Shiny Drago ranhält. Leute, ich wollte so eine Pokémon-Challenge machen, ne? Soll ich das eher im Pokémon Let's Go Evoli machen oder im Pokémon Schwert? Bin mir da nicht ganz sicher. Bitte besiegt mein Simsala nicht. Ich könnte ihn zwar austauschen, aber ich will nicht. Kannst du bitte aufwachen? Ja, danke. Und ja, ich habe keine Items. Ich habe kein Geld dafür. Ich brauche das Geld immer für Pokébälle. Schnuffi, willkommen! Schnuffi, du hast gerade was verpasst. Ich wollte Retter wird das ausgesprochen, ne? Wollte ich ein Shiny Rettern mich handeln. Geh so von der Zone weg, also von der Route, damit die Pokémon neu spawnen und bekomme ein Shiny Dragoran. Und ein Shiny Magneto habe ich heute bekommen. Ja. Und hallo Anne, willkommen. Ein Pokémon Let's Go. Okay. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich die Challenge aufbauen möchte. Das weiß ich noch nicht. Aber irgendwas Einfaches, weil ich sowas noch nie gemacht habe. So. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr viel zum Heilen, ne? Und Leute, denkt an das Däumchen, entweder nach oben oder nach unten. Man kann leider keine Herzen hier vergeben. Finde ich schade. Eine Shiny Challenge? Oh Gott, dass man nur Shinies fangen darf, dann sind wir ja nie fertig.
Ich habe eher sowas gedacht, man darf auf einer Route nur ein Pokémon fangen. Sowas in der Art. Oder dass man, weiß nicht. Ja. Wenn das halt gestorben ist, darf man das nicht mehr benutzen oder sowas, habe ich überlegt. Was Einfaches halt. Das ist zu leicht. Ich brauche ja eher was Leichtes. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe da noch nie sowas gemacht. Lass mich da etwas Leichtes machen, dann machen wir irgendwann mal was Schweres. Das funktioniert mega gut, okay. Nein, nicht Pokémon wechseln, nicht Pokémon wechseln. Also für die Leute, die jetzt reinkommen, ich habe mein Shiny bekommen. Zwar ein ganz anderes, aber jetzt tun wir erstmal ein bisschen Geld verdienen. Weil ich habe keine Pokébälle mehr. Okay, ich habe schon ein paar, aber nicht mehr allzu viel. Ah, ihr kennt euch, ihr beiden? Die Welt ist ja klein. Denn du darfst nur Feuer-Pokémon fangen. Oh, da sowas, das wäre auch cool. Can you give Smogmon, please? Sorry, mein Englisch ist not so gut. Und ich bin mitten im Kampf. Was, ihr seid Freunde? Ach, das ist so schön. Hast du für mich Werbung gemacht, Schnuffi? Und halt Shinies. Oh, das ist... Aber man könnte sagen, man dürfte nur Feuer-Pokémon benutzen. Oder jetzt, keine Ahnung, Wasser. Aber am Anfang, was kriegst du am Anfang für ein Feuer-Pokémon? Dann hast du ja am Anfang schon ein Problem. Ich glaube, er will ein... Ich glaube auch. Aber wie verklickern wir ihn das jetzt? Ich bin mitten im Kampf, das geht nicht. Nein, ob du Werbung für mich gemacht hast, dass so eine Freundin von dir hier ist. Also privat dürfte sehr gerne Werbung für mich machen, ne? Er möchte ein normales. Ja, aber ich kann ja gerade nicht mitten im Kampf. Es tut mir leid. Sonst wäre es ja kein Problem. Ich hätte doch so ein paar Voltoballs oder so. Ja, mein Englisch ist wirklich nicht so gut. Es tut mir leid. Ja. Du. Hallihallo, willkommen! Willkommen, dir auch einen wunderschönen Abend. Ich hätte so gerne Rettern gehabt. Ich will das Arbok in Gelb haben. Ich finde das immer toll von... Also, jetzt macht zwar nur Yoshi, aber wenn die Leute die anderen auch begrüßen, die reinkommen. Das finde ich immer toll. Das sehe ich auch mal bei anderen Streamern. Das ist irgendwie so voll lieb. Gönnt euch mal meinen Namen und lest im Real Life schnell durch. Eigentlich müsste man für die Pokémon die auch viel mehr Geld bekommen, wenn man die macht. Eigentlich. Okay. Na dann. Und dann.
wie, woher weißt du das? Kaiko hat mir erst gestern ja gesagt. Aber er hatte nicht gesagt, wie der Kanal heißt. Du hast leider das Shiny verpasst, Falco. Ja. Ah, weil den Herz gegeben hast du deswegen. Das fällt auf, das mit dem Herz. Ah, okay. Also ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe nur gedacht, so den Namen kennst du gar nicht. Nee. Okay. Wir sind schon fast beim letzten. Denkt dran, wir kämpfen hier gegen Falco. Aber wir ja damals das nach den Community-Leuten hier benannt haben. Was ich nie wieder machen werde. Dann werde ich dann die Emojis, ja. Ja, wenn Falco da ist, ne, dann geht's hier im Chat wieder ab. Dann schreiben die Leute wieder. Weiterkämpfen? Man kennt's. Falco startet große Show, ja. Gyarados! Guck mal! Du kommst jetzt im Spiel vor! Oh Mann! Oh nein, mein Simsalas tot. Was mache ich denn jetzt? Ich benutze Blitzer. Das ist keine gute Idee, ist egal. Ist das so? Du kommst gerade im Spiel drin vor. Habt ihr eigentlich diese Extra-Kämpfe gemacht nach der Story? Nein, Simsala, ja. Das arme Simsala. Das war so dumm von mir, Blitzer zu nehmen. Wie findet ihr meinen Namen? Wie gesagt, ich habe als Nachnamen noch... Oh, ich finde ihn cool. Ich finde ihn cool. Darfst du nicht vergessen, dass du das bist, ehrlich gesagt. Ja. Also für die Leute, die reinkommen, das Shiny haben wir schon gefangen. Aber wir machen noch ein bisschen Kämpfen hier. Ja. Nein, die Extra-Kämpfe sind mega unnötig. Okay, ich habe die nämlich auch nicht gemacht. Weil ich ja keinen Bock drauf hatte. Ich muss in Pokémon Go Oweis fangen, aber irgendwie finde ich keine. So wie ich schreibe, wirst es nicht vergessen, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Irgendwie, so einige Leute haben hier ihre eigene Begrüßung.
Bis gleich, Falco. Dragoran! Ich hab viel cooleres. Meins ist grün. Sollte vielleicht Simsala wieder beleben? Und wo kriegen wir das hin? Ach, wir kriegen das hin. War es da echt Lichtschalter? Wieso? Oh nein. Er ist verliebt. Okay. Hab ich doch erzählt, Schnuffi. Ich mache gerade die Top 4, um Geld zu verdienen. Wir haben Rattan gehuntet und auf einmal kam ein Shiny Dragoran. Das habe ich dir doch erzählt, wo du reinkommst. Hör doch zu. Und wir machen jetzt die Top 4, damit wir Geld kriegen, damit ich Pokébälle kaufen kann. Ja. Oh Mann. Und Dragoran haben wir jetzt dreimal als Shiny. Ich finde diese Entwicklungen mega unnötig. Sieht zwar cool aus, aber ich finde es unnötig. Na klar, du kannst die Top 4 so oft machen, wie du möchtest. In Schwert und Schild auch. Wusstest du das nicht? Du kannst es so oft machen, wie du willst. Früher hatte man sogar im dem PC einen Eintrag, wie oft man die gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch noch so ist, aber früher war das so. Der Account heißt Lichtschalter, weil Lichtschalter cool sind. Oh Mann, Nikio. Ja, das konnte man schon immer im Pokémon. Oh, Schnuffi. Man kriegt eindeutig zu wenig Geld. Ich will meine Pokémons erstmal heilen. So. Ich schalte ab. Best. Okay. Ich sag mal nichts. Ich sag mal nichts. So. Dann gehen wir noch Falco besiegen. Und dann gehen wir uns wieder Pokébälle kaufen. Dann haben wir erstmal wieder welche. Was übrigens Fallout angeht, muss mir dann halt nur sagen, wann du das machen möchtest. Ja, ja. Also wie gesagt, morgen streame ich nicht. Weil Basti morgen von zu Hause aus arbeitet. Aber kommt um 4 Uhr vermutlich ein Video. Das dürft ihr euch sehr gerne angucken. Und Donnerstag vielleicht erstmal Rocket League. Bis dann, Schnuffi. Und Dankeschön. Fürs dabei sein. Dankeschön. Also Simsala ist das Beste hier, wirklich. Also. Ja.
dann, Schnuffi. Bis dann. Wir sind so gut. Wir sind so gut. Oh, 300 Level abbekommen. Ich hab gerade so, was ist jetzt los? Ich hab's ja nur im Stream angezockt, also ja. Ja, ich bin für Mario-Spiele zu doof. Ist wirklich so. Ah ne, gar nicht wahr, ich habe das andere angezockt im Mario 64. Habe ich noch gar nicht, ne? Angezockt. Achso, ich kann es nicht aber machen, weil es vergiftet ist, okay. Okay. Oh nein, Simsala! Das geht nicht gut aus. Das geht gar nicht gut aus. Toll. Okay. Wir holen uns mal Burak, komm. Ich bin mal gespannt, wann Nikio das wieder macht hier, dass er nicht sterben darf, das im Stream. War ich ja letztens leider auf der Arbeit, da konnte ich halt nicht ganz zugucken. Oh nein, wieso denn? Ich hasse das. Ich habe auch nichts zum Heilen dafür, ne? Oh, wie cool. Das ist doch cool, wenn du streamst. Ich lass mal weiterkämpfen. Das ist nicht die beste Methode, aber wir schaffen das schon. Okay, das hat gar nicht viel gebracht. Scheiße. Mehr Taubers. Wir können ja sonst auch noch, ich habe noch ein paar Beleber, wir könnten noch welche beleben wieder. Das geht.
Oh Gott, tut mir leid. Voll niesen hier. Nein! Ich will Pokémon tot machen, das ist nicht nett. Okay, das war gut. Danke. Dankeschön. Danke. Danke fürs Gesundheit. Meinst du? Wäre ja eigentlich schon letztes Jahr das Ziel, ne? Mit den 1000 Abos, aber wir gucken mal. Dankeschön. Danke. Oh, da hat ihr keine Attacke mehr gehabt. Da war ja was. Scheiße. Oh, Knogger finde ich auch so cool, ne? So cool finde ich Knogger. Wir haben Falco besiegt. Ach komm, wieso kann man das hier nicht überspringen? So, eigentlich müssten wir doch eigentlich jetzt immer an der Ende der Ruhmeshalle stehen, oder? Oder vor der Ruhmeshalle besser gesagt, weil wir halt der Champ sind. Ich habe gesagt, Affe nicht hier, genau. Und Dragoran. Dragoran hat nichts gemacht, Leute. Nichts. So, wir gehen jetzt Pokebälle kaufen. Und zwar... Nee, das ist nicht so groß. Verlaufe ich mich wieder? Gehen wir dahin. Fängt die gruselige Lavandia-Musik wieder an. Werd bitte nicht verrückt. So, dann kaufen wir mal. Dragoran hast du verpasst. Ich wollte eigentlich Voltoball hunten, ist aber immer geflüchtet und dann auf einmal kam Magneto. Habe ich dann gefangen und dann habe ich gedacht, ja, okay, machen wir für den Stream halt Rettern. Ja, es wurde aber Dragoran auf einmal. Ja. So, wir brauchen auf jeden Fall Lockduft. Von kaufen wir mal 20, würde ich sagen. Ja, die ist viel gruseliger. Die Originale. Ja. Ist sie auch. So. Wir können. Komm, wir nehmen mal 90. Hallo?
Na komm, wir nehmen noch die restliche hiervon. Fertig. Und noch zwei. Oder, warte mal. Ich guck mal, ob wir was verkaufen können. Nein, nicht kaufen, verkaufen. Bastel gerade ein... Und nun ist mein ganzes Zimmer voller Schaumstoff. Es bleibt halt leicht hängen überall. Okay. Oh ja. Ach ja. Komm, wir verkaufen mal diese ganzen Stärkungsdinger. Und Hallihallo, willkommen. Willkommen. So, kommt alles weg. Dann können wir noch ein paar Bälle kaufen. So. Ja. Eigentlich habe ich schon hunderte Kinder von der Mücke in den... Ja, das haben die damals gesagt, aber ich glaube nicht, dass das wirklich wahr ist. Das glaube ich nicht. So, können wir noch 10 kaufen, Leute. So. Ich speichere jetzt auch mal, weil ich eben nicht gespeichert habe. So, Leute. Also, ich will dann für heute aufhören. Ja, also ich wollte eigentlich rettern. Aber ich habe da die Route verlassen und bin wieder auf die Route gegangen. Und dann war ein Dragoran da. Also wir haben einen Shiny Dragoran heute bekommen. Ich kann es euch auch nochmal zeigen. Hier vorne. Bericht. Eben gefangen. Ist das dritte, was ich schon habe davon. Ja. Ja. Also ich will für heute aufhören. Wie gesagt, morgen kommt kein Stream, weil Bastian von zu Hause aus arbeiten muss. Und ich weiß nicht, wie lange. Donnerstag vielleicht Rocket League. Kommt auf an, wie ich Lust und Laune habe. Auf jeden Fall danke schön, dass ihr dabei wart. Euch allen noch einen schönen Abend. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.